Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und heute zeige ich euch, wie wir bei einem Dodge Ram TRX ein sogenanntes Deckschienensystem verbauen. Das bedeutet, der Ram hat eine normale Ladefläche, die mache ich mal auf. Hier ist jetzt der Sonderfall, hier haben wir schon mal so ein elektrisches Rollcover verbaut. Das heißt, ich habe eine Fernbedienung und da drücke ich einfach auf Open und dann seht ihr, wie diese ganze Abdeckung reinfährt. Das ist Schritt 1. Das haben wir alles schon mal gemacht. Und jetzt habt ihr hier die normale Ladefläche. Vorteil, ihr habt eine normale Ladefläche. Nachteil, ihr könnt, wenn ihr Kleinigkeiten habt oder irgendwelche Sachen, die das vom Volumen nicht voll ausfüllen, nicht drauflegen, weil es fliegt eh alles durch die Gegend. Die Lösung des Rätsels besteht jetzt darin, dass wir dieses System verbauen, das packen wir euch gleich mal aus. Das ist ein komplettes Schienensystem. Das bedeutet, das wird auf der Ladefläche fest montiert. Dann habt ihr einmal oben drauf eine feste Fläche wieder, verliert etwas Höhe, aber habt unten drunter zwei so Schienensysteme, wo ihr ganz viele Schubfächer einbauen könnt. So, wir haben jetzt das ganze Paket zerlegt und jetzt stehe ich hier neben dem Erik. Der muss mir jetzt ganz nahe kommen, damit er mit ins Mikro sprechen kann. Was haben wir hier und was ist unser Problem, vor dem wir stehen? Das Problem ist, dass die obere elektrische Laderampe-Abdeckung nicht kompatibel ist mit dem Deck, also das heißt, das wäre zum Beispiel die Mittelplatte. Also da kommen die Laufschienen unten drunter. Genau, das sind die Laufschienen. Und hier oben drauf kommt die Abdeckung, da ist quasi dann die ebene Ladefläche. Genau, da sieht man schon, wenn man da hinten... Warte mal, ich gebe dir mal das Mikro, warte mal eben. Und da Dankeschön. Sieht man... Und da sieht man im hinteren Bereich schon, dass das... Also, dass der Rollokasten viel zu tief ist für unser Deck. Ja. Also müssen wir in dem hinteren Bereich das Deck und den Rollokasten bearbeiten, sodass das quasi beides kompatibel ist. Und das kriegen wir mal hin. Das kriegen wir hin, das haben wir ja beim F-150 schon gemacht. Ihr kennt das Video, genau. Da haben wir das schon mal gemacht, weil da hatten wir nämlich auch erst das Rollcover verbaut und dann nachträglich dieses Deckschienensystem. Genau. Und das ist quasi unsere Aufgabe für heute. Für heute. Werden wir heute ganz bestimmt mit fertig. So sieht das aus. Das ist jetzt das ganze ausgepackte Set, was hier liegt. Das sind die einzelnen Kisten und Schubladen. So sehen die Schienen aus. Beziehungsweise das sind die Schubladen. Die sind halt auf Rollen. Und vorne sind richtig schöne massive Griffe dran. Und das ist der Belag, der oben drauf liegt am Ende. Also zeige ich euch am Ende nochmal, wenn es fertig ist. Aber das ist erstmal die Aufgabe, vor der wir stehen. So, meine Damen und Herren, also, der ganze Umbau ist fertig. Ich zeige euch jetzt quasi das nachher bei dem Auto. Wir haben nach wie vor den Ram TRX und haben hier oben, kann man das erkennen, diese Abdeckung. Die haben wir vorher schon drauf gebaut bei dem Auto. Die machen wir jetzt mal auf, damit ihr mal den Nachher-Effekt sehen könnt. Das geht hier über die Fernbedienung. Und jetzt sehen wir hier oben dieses Deckschienensystem. Das heißt, wir machen die Klappe auf. Da ist das gute Stück. Das heißt, wir haben, ich sag mal, ungefähr ganz grob ein Drittel, zwei Drittel Unterteilung. Das heißt, wir haben die unteren zwei Drittel mit dem Deckschienensystem ausgefüllt und haben hier unten geile Schubladen drin. Das heißt, wir können die rausziehen. Die laufen extrem geil. Also ich brauche da nicht viel Kraft für, um die einfach zu schieben. Wir haben nicht nur die einzelnen Schubladen oder die Schubladenbestandteile, die hier drin sind. Erstmal klemme ich mal mein Mikro hier für euch an. Das heißt, wir haben einzelne Schubkästen. Das heißt, wir können das eine Fach rausnehmen. Auch immer mit Griff. Ne? Also das verschwindet, aber wir haben immer einen Griff dabei. Wir haben eine kleine und eine große Kiste mit dabei, wo ihr halt extrem viel Stauraum einfach generiert für. Mit Einschub und allem drum und dran. Das ist alles in diesem Set inklusive, aber es gibt trotzdem nachträglich noch, ist gut verarbeitet, es gibt trotzdem nachträglich immer noch ganz viele Varianten, die man kaufen kann, wenn einem die Kisten nicht ausreichen oder die einzelnen Steckböden nicht ausreichen. Was ich euch auch nochmal zeigen wollte, ich habe gesagt, es ist stabil. Bitte entschuldigt übrigens meine Stimme, ich weiß nicht, warum ich so heiser bin, ich habe leider nicht sehr wild gefeiert. Stabil ist es.
Punkt. Ein kleines Highlight noch. Wir haben hier auch noch Fächer. Ursprünglich gedacht sind die für Munition. Das heißt, wenn die Leute in Amerika losgehen, haben die hier Fächer. Das ist einfach ein Staufer, da kannst du auch alles andere reintun. Aber ursprünglich gedacht ist das dafür, dass du deine Waffenmunition da reinschmeißen kannst. Hast sie griffbereit, kannst sie rausnehmen und ist sofort da. Ist über die komplette Tiefe, oder film am besten mal rein in das Ding, wie groß das ist. Dann haben wir die Tiefe und von oben rein, dann sieht man, wie groß das ist. Hier ist meine Hand. Also ist immer ein schönes Nebenfach. Haben wir einmal hier und auch auf der anderen Seite und eigentlich auch vorne. Vorne, die leider mussten wir killen, die Fächer, weil wir halt das Rollcover oben drauf haben. Aber man kann nicht alles haben im Leben, ne? Man muss irgendwann einen Tod sterben. Das Ganze ist natürlich wasserdicht und wasserfest. Was unser Problem jetzt war, was ich am Anfang angesprochen habe, dass halt das eigentlich nicht zusammenpasst. Weil wir haben das untere Decksystem und halt oben das Rollo. Und ihr seht, warte, ich steige mal eben hier rein über diesen geilen Seitentritt. Kennt ihr übrigens den Seitentritt? Den hier unten? Warte mal. Zack, weg. Und dann ist hier unten das Ding. Zack, wieder da. Super geil. Also, das Problem war die Höhe. Also hier geht jetzt kein Blatt Papier mehr zwischen. Das ist jetzt alles abgestimmt und alles bearbeitet, dass das hier super eng ist. Aber es passt alles bombfest. Das ganze System, wenn du es verbaust, besteht halt aus zwei Teilen, weil das muss ja irgendwie geliefert werden. Deswegen haben wir die Naht in der Mitte. Witterungsbeständig, extrem gut verarbeitet und halt mega stabil für den Alltag. Das war es eigentlich schon. Mega geiles System, haben wir schon mehrfach verbaut, haben immer verpennt, euch ein Video zu machen, das machen wir jetzt. Deswegen, wenn ihr dazu Fragen habt oder das selber gut findet, meldet euch gerne. Ansonsten danke fürs Zuschauen, lasst ein Like und ein Abo da und schönen Sonntag noch. Macht's gut.